euch erstmal. Da sind wir wieder bei Ghost Week in Wildlands. Ja. Und es war genau so, wie ich es eigentlich gesagt habe, dass wir nicht hätten die neue Folge anfangen sollen, also die neue Mission anfangen sollen. Genau. Dass der da mit dem Wissen ein bisschen rumgespinnt hat, damit er nicht klar kam. Aber jetzt geht's weiter, wir bringen sie alle um. Aber Frage gerade noch, gerade eben, wo die das Video gemacht haben sie gerade wirklich so, hat man da was hier sehen? Ne. Oh. Sie saß nur oben drauf und hat es oben drauf hier vorstellen. Ja, genau. Er saß da wie gefesselt irgendwie oder so, oder lag. Ah. Ja, genau. Du verstehst, oh, ne? Nein. Nicht auffallen. Boah, guck den bloß nicht an, ey. Boah. Was müssen wir mit ihm reden? Jetzt Alter, was hab ich denn jetzt gemacht? Geilo. Ich war vorbei, ich war einfach dann durch. Na toll. Gut, warum auch nicht? Ja, aber ich bin okay. So. Wir sind verdächtig. Wenn du dich jetzt aber versteckt, dann nicht. Dann werden wir dich schon noch los. Und Drohnenflug. Wieso Drohnenflug? Wir sind noch nicht da. Könntest du mal weiter? 2,5 Kilometer Entfernung, Mensch. So weit Mario. Kannst du mit der Drohne auch nicht. Mario! Ja! Was ist das für ein... Hä? Bei mir war der Pfeil gerade ganz woanders. Das war voll komisch. Der war hier unten. Was hast du gegen Pfeile? Ja, hier ist auch eine Mission, aber nicht die, die wir brauchen. Ja, aber hier wurde es mir markiert gerade. Jetzt ist das wieder der andere, ja. Ja. Aber hast du gerade Verstärkung gerufen, oder was? Nee, die nicht. Gegner. Achso, weil da stand irgendwie... Verstärkung rückt ab. Okay, verschiedene. Aber geht der in die Luft? Moment, okay. Hast du aus dem Tankwagen geschossen? Ja. Okay. Oder wir sind so richtig Special Ops, kein Zivilist mehr getötet, alles unbemerkt. Oh. Oh. Total unbemerkt, deine Fahrweise fällt gar nicht auf. Nein. Absolut nicht. Es ist alles ein besoffen Bolivien, hallo? Komm, den Typen hole ich mehr. Den hole ich mehr. Ja? Irgendwas mit Bob. Wer hat seine Drohne darauf? Und aus Tesla. Jetzt. Ob die mithalten kann? Ja, aber ich krieg die Richtung nicht. Er ist zu schnell weg, ne, die Drohne. Oder? Ah, oh, ich bin jetzt mit der Rücken mit dabei. Gut. Schneller so, fahren wir. Was ja, wir fahren weg. Schneller. Aber vor ein paar Jahren hat Santa okay, den Kaffeebauern gezwungen, Kokalinos zu werden. Und nur noch das Nutella zu bauen. Ja, weil die geguckt, ne? Ein Kartell aus namens Marta Kuka. Die Kukaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Oh, sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe und Sie schnell, verstehen schnell. Die Tabakaria eigenes Minikartell. Ja, ich hab gewonnen. Mit Trucks und Zügen, sowie genug ich hab gewonnen. Die Kukaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Dieses epische Rennen hab ich gewonnen. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Kokalero hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Kokaleros halten. Wir haben zwei Unidad-Helikopter dort, ne? Was noch? Einer fliegt doch gerade in der Gegend, das der andere... Zweitens bezieht das Kartell sein Koka in der ja, okay, ist gerade unsere Route. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Kokaleros und stört Madre Kokas Produktion. Oh. Ich dachte, ich könnte schon geradeaus fahren, aber da sind ja Hügel. Steine. Vorsicht, davon ist ein Unidot. Den schneiden wir. Eine Coca-Plantage, wo geht? Oder wo gehen wir gerade hin? Was geht's jetzt hier in der Mission? Assistenten finden. Okay, gut. Wer hat eigentlich 10. Mario, da ist immer noch 10 markiert, das ist vielleicht etwas nervig. Da sind wir noch 10 markiert. Ach du Scheiße! Was ist los? Oh. Ja! Ich war gerade in den Fähigkeiten. Christian will fahren. Christian, das ist kein Helikopter, damit musst du auf dem Boden bleiben. Das ist ja so rüber. Das wäre ein Raketenjet. Oh Mann. Yeah! Bolivien!
Bolivische Fahrweise! Bolivische Fahrweise! So. Den Wagen haben wir schön versteckt. Ach, ich sollte aussteigen, ne? Da war was. Ja. So, jetzt spotten wir die erstmal. Okay, von hier aus kann ich nichts erkennen. Die Drohne ist oben. Mal gucken, wie weit ich fliegen kann. Mit der Maximum Skill. Okay, ich komme nicht ganz an. Aber Mario, du musst nicht schwimmen, ne? Ich konnte zwei markieren, aber mehr auch nicht. Wenn ich nicht schwimmen soll, dann ist eine montierte Waffe. Dann am Festland hier. Hier ist das Festland. Aber ich laufe lieber im Wasser. Weißt du, laufst? Ja. Ich bin gerade kurz gelaufen, ein Stück. Are you Jesus? Yes. Der weibliche Jesus? Alter! Was ist? Ja, ich schieße sie einfach. Nee, wer schießt denn? Ich habe jetzt gerade einmal geschossen, aber könnt ihr den Typen am Geschütz hier mal beseitigen, wenn er noch da ist? Ja. Das sind mehrere Leute, das ist das Problem. Erwischt. Ey, den habe ich schon erwischt. Ist da noch einer? Nee. Okay. Ist wieder kein. Ja gut, da denken. Ja gut, ich sagen kann, ja. Aber eigentlich war es voll cool, wie ich gefahren bin. Jetzt können die unsere Spuren nicht nachverfolgen. Die sehen die Wagen nie. Ah, ich habe einen dritten Tango. Er ist Nummer 5. Ich würde sagen, wir gehen rein, töten alle und gehen raus, oder? Wir sind Zivilisten. Ja, Kollateral. Nein, ich würde sagen. Kollateralschaden. Ich auf Casitas Helfer vor. Haltet das Chaos gering, aber stellt sicher, dass er tot ist. Ich sehe Casitas Helfer. Ja, ich sehe es einfach nicht drin. Okay. Nomad. Das war, glaube ich, schlecht. Ach so, ich musste die nur umbringen. Er schmeißt jetzt jeden Abend so. Party. Also ich dachte, ich wäre aufgeflogen. Ja, wir haben da noch Waffenteile. Ja. Eine SR-3M, eine neue Waffe. Yo, hier ist eine Waffe. Luba, bist du tot? Nee. Ich wurde entdeckt. Allmächtiger. Da sind ein paar Gegner. Okay. Oh. Gegner am Boden. Oh. Mit der F1? Da ist nur einer im Gebäude. Kommt man natürlich nicht rein. Da drüber. Hast du? Jo. Ist ja noch was Wichtiges? Nee, ne? Ein Sturmgewehr, geil. Helikopter müssen wir nehmen, Leute. Ups. Da ich so gut fliegen kann, ne? Okay. Ich weiß, der Pilot. Nein, Mario, du kannst das nicht. Michi! Komm! Ja, geht nicht. Wo geht's denn hin? Mal gerade schauen, Casita geht aufs Ganze und schmeißt eine Riesenparty für seine besten Kunden, die sie in einer Erde verschreckt haben. Ich habe ein erweitertes Magazin. Sprengen Sie die Party und schnappen Sie sich Casita. Seine Tage sind gezählt. Habt ihr beide MGs? Aber GP für Zeug ist das Granatwerfer. Ich glaube, es gibt noch ein zweites. Wir müssen abspringen, schätze ich, oder? Warum? Das ist eine kleine Insel. Ich würde da nicht landen, weil wir dann auch. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Fallschirm benutzen. Ja, das. Ja, also abspringen oder was? Okay. Ja, weil das halt eine Insel ist. Ja, okay, hoch und dann abspringen. Hast du überhaupt. Warte mal, Mario, hast du falsch gespielt? Ich weiß es nicht. Drück mal bei J. Eins muss man Kassierer lassen. Dann müsste
müsstest, glaube ich, Objekt sein. Nicht, dann habe ich nicht. Dann mach das schnell. Auf den Kopf gestellt. Alles getan, also, um es die Landung und Salz auf die Asche zu streuen. Jeder andere hätte den Hinweis verstanden. Mario, hast du es? Der Penner schmeißt eine Party. Er setzt alles auf eine Karte. Wenn er seine VIP-Gäste nicht beruhigt, dann verlassen sie alle. Ja, aber rausspringt eh und dann Leertaste drücken. Und für seine Gesundheit. Können wir? Nicht deichselt, muss ja, ich bin schon längst unten. Ja, wenn ich rausgehe, geht der Heli runter. Okay, er geht auch raus. Okay, komm. Wir waren doch hier schon mal. Ja, aber hier ist eine Story für mich gerade. Ja, ja. Wir sollen den Typen finden. Ich sehe unseren Freund Casita. Okay. Denk dran, wir brauchen Casita lebend, damit er uns sagen kann, was er weiß. Hier sind sehr viele Helis auf jeden Fall. Kann ich hier da einen haben? Ich lande auf dem Dach direkt über dem. Fast. Ach, die Mission. Ja, also ich bin auch direkt über dem. Warte. Wir müssen uns gerade. Michi, wir müssen kurz mal abwarten, bevor wir zustößen. Okay. Ja, unten sind auch einige Leute, ne? Vorsicht. Das sind aber Zivilisten. Zivilisten töten wir nicht. Ich sehe keinen. Von seinen Männern. Ich gehe einfach zu ihm hin und verhören, ja? Also ich bin direkt bei ihm schon. Ich auch. Okay, verhören. Hände! Nicht bewegen! Relax, ey! Ich rühr mich ja gar nicht. Pass auf, Nacko! Okay, wir verhören ihn jetzt hier. Oh, Sir, das ist scheiße! Ich will meinen Anwalt sprechen! Okay, warum auch immer? Oh, Sir, das ist scheiße! Ich will meinen Anwalt sprechen! Halt die Fresse! Anwalt! Willkommen in meiner Welt! Du brauchst deinen Anwalt nur noch für dein Testament! Hey! Warte mal! Verhandeln wir! Wie viel Geld willst du? 500.000? Kann ich machen! Ist leicht für mich! Kennst du meinen Vater? Geld interessiert mich ein Scheiß, Casita! Ich arbeite für die USA! Wir geben allein für Desinfektionsmittel Milliarden aus! Milliarden, du Arschloch! Was wollt ihr dann von mir? Ich will eine Liste von allen, die dein Scheißresort besucht haben. Aufgeflogen. Keine Ahnung, nicht. Mann! Der Lochuro! Ah, okay, gut! Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Okay, wir müssen zu einem Server. Habt ihr mitbekommen, oder? Ja. Jedes Wort. Das heißt, es geht wohin? Das heißt, es geht zu der Krone, die... Es gibt einen Server. Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir es zu Ende. Baumen Ende. Wir gehen zu Mario hoch. Da gibt's Helis. Ja, nein? Ja. Ziel eliminiert. Was macht Chris da unten noch? Ich glaube, der hat noch ein bisschen Schritte unten, aber. Ja. Ja, wenn du Gegner unter uns sind, will ich mir nicht den Rücken schießen lassen. Habe ich wohl gerade den Typen gerade eben überall waren. Als wir den Typen verhört haben. Das ist eine gute Frage. Hey, wie viele Leichnam? Ich würde sagen, dass wir dort auch abspringen oder landen wir dort irgendwo? Alter, kann der Typ mich. Jetzt tut mich dieser Patrick die ganze Zeit einladen. Das sind noch alle. Hast du den geaddet? Ja. War vielleicht ein Fehler. Vielleicht. Ich würde sagen, wir springen ab, oder? Wie schießt man eigentlich Granaten ab? Ah, mit V. Okay. Oder landen wir? Wir landen. Okay. Hey, hier gibt's auch einen Heli. Wir hätten auch abspringen können. Aber... Ich würde hier an der Landzunge direkt. Alter! Hat der echt ein Problem? Hat mich jetzt schon 5-6 Mal... Also abspringen bei der Landzunge. Ja, ist okay, Chris. Flieg höher, wir springen über der Landzunge ab. Springen, flieg höher. Ich versuch's, aber irgendwie... Okay, Chris springt schon ab. Okay, ich werde entdeckt. Ich komm nicht ganz zu euch gerade. Das ist ein Sniper auf dem ersten Turm, Mario. Wurde gerade ausgeschaltet. Okay, ich lande natürlich. Klar, Wasser.
Oh nein, nicht der Mörser. Das ist der Server mit der Gästeliste. Weg da vom Mörser, Chris. Wir müssen den Server hacken. Wir müssen Mörser loswerden. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit dem Namen. Das war das cooles Passwort. Startet den Download. Konzentration. Oh! Sichert den Bereich. Warum der Heli? Ziel eliminiert. Wer hat jetzt den Heli zerstört? Ich war noch vom Mörser angegriffen. Kommt ganz schön Beschuss gerade. Und da kommen zwei Heli. Auf den kann ich besser. Ich bin down. Mario? Oh fuck. Oh nein, da war noch einer. Schnell hoch, schnell zu der Position, wo ich bin, weil da ist der Server. Ja, ich bin fast down. Kurz. Ja. Okay, das lief dann nicht ganz nach Plan. Ja, ich hätte schnell zum Server laufen müssen. Ja, ich bin da ja, ich wollte ja mit Verteidigen, aber ich bin... Ja, warum unbedingt direkt zum Server, wenn wir müssen da richtig viele Leute ausschalten, das Areal ja, ist... Ich wusste nicht, dass wir den verteidigen müssen, ich dachte einfach kurz hacken und dann raus. Wusste keiner von uns. Das Areal ist da hinten etwas größer, aber die Mission habe ich vorhin schon mal gemacht. Ja, dann erzähl uns das doch vorher, Mensch. Ja, wieso soll ich das spoilern? Dann hätt mach uns keine Vorwürfe! Dann mach doch wenigstens keine Vorwürfe dann! Okay, Versuch 2. Alter, jetzt... Clement, nervt mich. Will mich jetzt jeder abfucken hier, oder was? Clement, fuck. Ja, ist dieser Patrick jetzt der, dieser Kroft. Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casita sein, wenn El Suenio dahinter ist. War das nicht das, was wir gestern noch eingenommen haben? Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Ja. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabens. Leute wie Casita überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf und leitet ein Ressort an der Riviera. Ah, ich hab ihn gesehen. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Casita. Habt ihr den Wachposten frei? Der rechte noch nicht, also ich zumindest nicht. Im rechten dürfte noch was drin sein. Tot! Okay, der linke ist auf jeden Fall down. Und die Wachen hinten darf ich auch getötet. Übrigens, wir kommen hier unbemerkt an der Seite rein, ne? Ja, ich weiß, wir haben das gestern schon durch hier. Aber wir hatten nicht die. Es war keine Mission, es war einfach nur so reingehen. Ja. Ja gut, unbemerkt haben wir es nicht geschafft, wir haben ja dann am Ende vor allem umgebracht. Ja, und der heftige Mörserbeschuss war geil. Ja. Das Lustige war einfach, ich bin davon nebenher, du bist die ganze Zeit beschossen, ich bin davon daneben umgelaufen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hier, den habe ich. Ja, wir sollten kurz drohen, wir sollten jetzt nicht die ganze Zeit... Ja, geht nicht, ich Gemma, nicht ich bin aber dabei, den abzuschalten. Achso. Stimmt, da war ja was. Aber mich nicht alleine gehen. Warte ein Stück vor. Ja, wir sind doch hinter dir, Mario, ungefähr. Also, zumindest parallel. Ich bin gleich beim Jammer, ihr könnt gleich drohen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ist da noch irgendwo was gewesen? Der nächste heißt, dass wir können drohen. Nein, noch nicht. Kann sein, dass ich leicht aufgeflogen bin. Bleib zurück, bleib zurück. Könnt Drohnen. Wurden entdeckt. Abschuss bestätigt. Strom ist lahmgelegt. Ja, mit dem Mörser kann ich aber nicht in die Drohne gehen. Fuck. Das gehört dann wohl eher mir. Ja.
Man kommt schon, zeig dich. Du schießt auch auf den Sam. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, hab ich den Mörser auf die Position schicken? Ja? Nein? Ich versuch es, ich weiß nicht, was es bringt. Oder ob es was bringt. Ja. Dass ein Mörser weg ist. Nicht hier neben uns haben wir immer noch einen, ne? Das sind drei! Jo, haben wir das da. Da sind viele Gegner. Fuck, ich muss nachladen. Sniper erwischt. Okay. Okay. Oh, vielleicht teilweise ein bisschen zu schnell. Haben wir alles? Ne, ein paar Leute sind noch irgendwo. Hinter uns! Wie geht das mit der Granate? Einfach direkt V drücken oder einfach werfen? Nee, Gewehrgranate meine ich. Achso, hast du die ausgerüstet? Also hast du die schon die gemacht? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Können wir loslegen, Jungs? Ich hab verstanden, wie es geht. Ja, Jungs? Wir können loslegen. Ja, wir können loslegen. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen und los. Ich hab jetzt verstanden, wie es geht. Starte den Download. 3 Minuten, okay. Oh nein. Sicher den Bereich, während der Download läuft. Moment. Oh. Granate fliegt. Sicher den Bereich, während der Download läuft. Heli? Echt? Oh. Ey, was war das denn? Granate. Gewehrgranate. Ach so, Granatwerfer, ne? Ja. Oh. Mega geil. Mega nice. Nicer. Muss ich mal auch gerade angucken. Unter was schaltet man das? Ne? Ja, Objekte. Also du zielst, drückst V, dann hast du den Granatwerfer quasi aktiviert, dann kannst du normal schießen. Unter was ist das? Unter Objekte. Objekt und dann Splitter? Nee. Nein, das ist Granatwerfer. Du bist eigentlich unter J, Objekt, oder? Nee, Waffe. Ah! Na gut, fehlen mir noch 2 Skillpunkte, aber ja. Hat man dann mehr Muni, oder wie? Nein, man hat einfach Granatwerfer. Man zielt dann, also man muss den erstmal anschrauben bei Teilen, ne? Ja. Also unter Teile muss man den dann reinschrauben. Der passt auf jede Waffe? Es geht nicht bei jeder Waffe. Zum Beispiel bei den Waffen, die ich mir so besonders geholt habe, da geht es zum Beispiel nicht. Was bringt denn höheres Level für den? Alter. Mehr Muni oder? Ja, mehr Muni. Christian, den Wagen, den du hier lahmgelegt hast, ne? Guck dir mal die verkohlten Leichen an. Echt, kann man das sehen? Ja. Muss ich sehen. Boah. Du bist voll die verkohlten Leichen und ich so. Okay. Der hier ist cool in der Tür. Ich habe zwar noch nichts gegessen, aber ich habe auch keinen Hunger mehr. Er bewegt sich bei mir sogar noch. Also das Ding ist halt, du wenn du zielst, dann kannst du nur auswählen, wenn du zielst, also, oder... Ja, du musst zielen, dann kannst du V drücken. Und dann aktivierst du den. Aber hier so, boah, voll die Leiche, ich so... Einer weniger.
Na, wie geht's? Ja, gut. Ich habe Granatwerfer. Kommt jetzt alles noch auf. Was? Oder ist nicht Idee. Einer, aber der kommt nicht. Kommt irgendwie nur vereinzelt, oder? Ja. Hier ist nur ein Radio. Hm. Na, das war's. Ui-ua-a, la-ba-la-ding-dong. America, fuck yeah. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wer auf der Gästeliste steht. Vermutlich die Bilderberg-Gruppe. Müssen wir da nochmal hin? Wer? Ja, okay. Eben. Nochmal hacken, warum auch immer. Hacking! Bowman, Agua Verde ist sauber. Sie brauchen Jahre, um diese Beziehungen zu kennen. Oh, eine neue Waffe freigeschaltet. Ja. Einige Leute auf dieser VIP-Liste erwartet unangenehmer Besuch. Die Gorillas aus der Regierung werden fragen, was sie in Bolivien gemacht haben. Ey, jetzt hast du Fertigkeitspunkte bekommen. Wir treffen sie ziemlich. Ja, stimmt. Das heißt, die ersten sind weg? Jetzt kann ich direkt. Ach, Granaten wäre fair. Eine Waffe mit mehr Bling als Peng. Das heißt, ich muss das jetzt bei Ausrüstung auf die Waffe schrauben. Ach so, aber das ist jetzt eine Waffe. Ja, die Waffe kannst du aber nicht ausrüsten. Das ist die Waffe von dem Typen hier. Schüsse? Michi. Oder Chris? Nee. Ups. Wo mache ich das denn jetzt mit dem. Oder warst du das? Au. Ich schieß nicht. Entschuldigung, ich bin mit Corona. Wo mache ich das denn jetzt? Jungs, ich habe das freigeschalten. Und jetzt? Bei Ausrüstung, ne? So, Ausrüstung, Waffen. Ja. Dann Maschinenpistole halt, klicke ich jetzt mal, ja. Zum Beispiel mit F kannst du dann halt die Ausrüstung. Genau, das und dann bei Teile steht nichts Neues. Unterlauf, bei Unterlauf. Unterlauf, da steht bei mir nur ausgewählter eine, mehr nicht. Da GP25GL? MP5. Ansonsten nehme ich mal. Oder nimm, ich habe das beim Sturmgewehr hier. Du hast ein Sturmgewehr. Welches hast du, Sturmgewehr? SR3M. SR3M, das Ding. Sonst nehme ich mal. Ja, gut. Obwohl, das war nicht die Sniper. SR3M, genau. So, jetzt dort Teile. Unterlauf. Ja, jetzt steht's dabei. Schiene. Chris, die neue Waffe. Diese L. Ja, ja, die wir gerade bekommen. Kannst du nicht ausrüsten, ne? Ja, ja, das ist. Okay. Ja. Warum kann man die nicht ausrüsten? Das ist eine besondere Waffe. Die sieht aber geil aus. Gut, dann würde ich mal sagen, probier ich die mal gerade. Ich habe jetzt eine neue goldene Sonnenbrille. Oh Gott, geht's in Deckung? Mario? Ja. Au! Hi Mario, wie geht's dir? Ich bin gerade im Menü, ich sehe gerade nichts. Ich habe Angst, ihn zu heilen, wenn du daneben stehst. Es ist nichts passiert, Mario. Es ist ja, gar super, nichts. Ja, super, danke. Vielen, vielen Dank. Okay, ich würde mal sagen, die Folge hat gerade überlänger 30 Minuten, deswegen. Die Folge hatte ein explosives Ende. Ja, gut, aber wir haben auch diesen einen Verbrecher da festgenommen, ne? Okay, ich fahre. Ja. Von daher, ja. Würde ich mal sagen, die Mission, Geschichte, Background hier, was weiß ich, machen wir in der nächsten Folge weiter. Okay, ja. Bis dann. Jo, ciao.